Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video geht es konkret um das Gothic Remake. Also wir fangen im Prinzip erstmal mit der Gamescom an. Ihr hattet schon das allgemeine Video zuletzt gesehen und jetzt wird es halt ein bisschen konkreter. Und es dreht sich so gesehen nur um das Gothic Remake beim THQ Nordic Stand. Fangen wir direkt an. Und zwar hier mit dem Bild vom Logo, das war ziemlich gut zu erkennen, das hing natürlich oben in der Halle und da konnte man eigentlich praktisch fast nicht vorbeigehen, wenn man Halle 7 von der einen Seite betreten hat. Genau, so sah das dann aus. Das Gothic Remake hatte hier seinen Eingang und Titan Quest 2 hatte hier seinen Eingang. Heißt, da war ein ziemlicher Andrang, ein ziemlicher Bulk von Leuten, warum man die beiden Top-Spiele jetzt direkt nebeneinander gemacht hat, weiß ich nicht. Ja, gut, sie hatten im Prinzip dann hinten den gleichen Ausgang, aber was soll's. Ich war ja am Sonntag, den 25.08., also am letzten Tag der Gamescom, auf der Demo mit der Hoffnung, dass nicht allzu viel los sein wird. Das hat sich aber nicht so ergeben. Es war tatsächlich sehr viel los und ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich hatte halt mein typisches Xardas LP T-Shirt an, hatte dann hier noch das Gothic T-Shirt so an der Seite angebracht, mal mehr seitlich, mal mehr vorn, je nachdem wie es halt gerutscht ist. Also eigentlich gut zu erkennen, dass man entsprechend ein Gothic-Fan ist und noch dazu kommt ja, dass hier auch diese Runen ziemlich gut zu erkennen sind, der Dämon beschwören, die Todeswelle zum Beispiel, der Feuerregen, der Todeshauch, ja, das sind alles, oder Untote vernichten, eins von beiden, sind auf jeden Fall alles gute Erkennungsmerkmale. Trotzdem wurde ich nicht angesprochen, ich habe aber auch niemanden angesprochen, ich war ja eh mit einem Kollege unterwegs und wir waren dann halt ein bisschen, ja, vielleicht sowieso ein bisschen genervt von der Wartezeit. Genau, so schaut das Ganze dann drin aus. Da haben wir halt entsprechend den Gameplay-Trailer nochmal zu Gesicht bekommen auf zwei Monitoren. Und dann im Bereich selbst drin schaut es dann so aus. Ich fand es ganz gut, dass es hier auf jeden Fall auch für Rollstuhlfahrer eine Position gab. Ich glaube auch dieser Tisch hier war niedriger gestellt. Man sieht hier direkt, wie hier nochmal etwas oben drauf gelegt wurde, was ihm jetzt hier fehlt. Deswegen muss er da so ein bisschen in die Knie gehen. Genau, das war dann die Perspektive direkt vom Reinlaufen. Das vorherige Bild war dann hier rechts und hier auf der linken Seite waren ein paar mehr PCs als auf der rechten Seite. Ja, und damit kommen wir nun zu diesem Video hier. Der Ton ist aus und wir schauen uns das in 40% der Geschwindigkeit an, solange es hier keinen Renderfehler gibt. Genau, da sehen wir halt die Anzahl der PCs. Relativ gut. Da kann man auf jeden Fall abschätzen, wie viele dort drin waren. Und wir werden auch gleich nochmal dahingehend schauen. Hier war dann der Ausgangsbereich und auf der linken Seite der Eingangsbereich. Man hatte halt generell so ein rotes, dunkleres Licht, was man dort drin gesehen hat. Und genau damit ist dann auch schon der Kameraschwenk hier beendet. Natürlich entsprechend war es ziemlich laut. Mein Kollege und ich waren dann hier auf der, wenn man vom Eingang reinkommt, rechten Seite und haben uns hier links platziert. Ich stand ganz links, mein Kollege rechts daneben. Wir haben hier schon mal zwei PCs, 3, 4, 5, 6, dann hier 7 und dann kommt noch die andere Seite, 8, 9, 10, 11. Ich glaube, hier könnte auch noch einer stehen. 12, 13, 14, 15. Also 15 Stück hatten sie im Prinzip im Angebot. Was halt bei der Anzahl an Leuten ein kleines bisschen wenig war. Ja, dann haben wir hier noch ein anderes Video. Bereitgestellt wurde das übrigens von dem guten Gothic Shaper. Der war jeden Tag auf der Gamescom und hat mir dann diese Materialien, weil er im Prinzip filmen durfte, zur Verfügung gestellt. Er durfte aber nur einen kleineren Clip machen. Ja, und das Video schauen wir uns jetzt mit Ton an. Im Hintergrund sieht man auch die THQ Nordic Crew am Herumlaufen. Und er ist hier gerade dabei, das
Remake zu spielen, die Nyras-Demo. Und gleich endet dann auch entsprechend das Video. Und damit kommen wir jetzt zur Demo. Also die Demo ist eine isolierte Vorschauerfahrung, die erstellt wurde, um die Hauptthemen oder Features entsprechend vom Gothic Remake zu zeigen. Aber das Spiel ist natürlich noch in Arbeit und kann deswegen Bugs und Glitches beinhalten. Das richtige Spiel folgt einer Story, Struktur und dem Spirit, ja, also das, dem Vermächtnis vom originalen Gothic oder den, wo man halt dran denkt, ja. Und da geht es natürlich dann um den namenlosen Helden als Protagonisten. Ja, und diese Demo hier ist als isolierte Vorschauerfahrung anzusehen, die im Prinzip erstellt wurde, um die Hauptfeatures von Gothic 1 zu zeigen. Und man weist hier auch darauf hin, dass das Spiel natürlich noch in Entwicklung ist und deswegen Bugs und Glitches beinhalten kann. Das vollständige, korrekte, richtige, normale Remake-Spiel folgt natürlich der Story, verschiedensten Strukturen und eben dem Vermächtnis vom originalen Gothic, in dem man dann eben auch den namenlosen Helden als Protagonisten spielen wird. Hier in der Demo ist es aber so, dass die Geschichte zwar ebenfalls im Minental stattfindet, dann wird nochmal gesagt, dass es eine Strafkolonie ist, die von Gefangenen besetzt wurde, nachdem eine Barriere erschaffen wurde. Inmitten von dieser leben nun die verurteilten Gefangenen des Königs, welche das magische Erz, die letzte Hoffnung der Menschheit, im Prinzip abbauen müssen. Ansonsten ist der Krieg gegen die Orks verloren und man selber spielt Nyras und man ist gerade erst in der Kolonie angekommen. Willkommen in deinem neuen Leben. Dann haben wir hier ein Bild von der Steuerung. Ich weiß nicht, warum er die Maus dann nicht noch wegbewegt hat. Jedenfalls haben wir es aufgeteilt in Kampf und Erkundung. Beim Erkunden geht es halt hier darum, die 1 für Nahkampfwaffe, 2 für Fernkampfwaffe, die Fackel war die 3, also hat im Prinzip die Nummer 3 jetzt auch mal eine Bewandtnis, die es früher eben nicht gab. Target, das Ziel locken mit der mittleren Maustaste. Man kann die Fackel mit Rechtsklick fallen lassen oder halt eben aimen. Und normale WASD-Steuerung, Quick-Items von 4 bis 8. Interagieren mit R ist die Sekundärsache, mit F die Primärsache. Ja, mit Z kann man dann umschalten, ob man schnell oder langsam laufen will, also gehen. Ich glaube, original ist niemand gegangen. Die meisten sind einfach nur entweder gesprintet oder nicht gesprintet. Springen war auf der Leertaste, Crouch oder Schleichen auf X, Dodgen auf Alt und Sprinten auf Shift, so wie man es im Prinzip kennt. Dann gab es verschiedenste Angriffe, Attacke 1, Attacke 2 war mit, im Ranged war es im Prinzip Rechtsklick zum Halten, zum Zielen und Linksklick zum Schießen. Ansonsten konnte man damit zweierlei Schläge machen und dann muss man noch darauf hinweisen, dass die Tasten Q und E entsprechend für einen dritten oder vierten Angriff zur Verfügung stehen. Mit Shift konnte man natürlich auch schneller schwimmen, tauchen ging mit C. Nach oben wieder auftauchen mit der Leertaste. Reden war F, genauso wie looten. Und ja, das ist prinzipiell das, was man so zur Steuerung sagen kann. Hier dann ein paar Bilder von den entsprechenden Monitoren vom Remake, auch der Ladescreen zum Beispiel. Und das Bild hier wurde mal auf dem Remake-Server geteilt, da ging es um eine Diskussion wegen Fauna und dann meinte derjenige hier, Mensch, es gibt doch schon drei verschiedene Gräser und einen Busch zum Beispiel, das muss doch reichen als Vielfalt und ich finde, da hat er auch einen Punkt. Klar könnten das jetzt noch auf diesem kleinen Stück nochmal 10 verschiedene Gräser sein, aber ich finde das ein bisschen übertrieben. Und am Ende der Demo war es dann halt so, dass man hier Thank you for playing this demo hatte und please provide feedback at, be sure to follow. Und genau,
Wishlist Now stand dann vorher noch da. Ja, so viel zu den Eindrücken generell. Jetzt kommen wir im Detail darauf zu sprechen. Die drei Lager habe ich natürlich entsprechend abgekürzt, das kennen aber die meisten. Und über die verschiedensten Inhalte werden wir nun sprechen, und zwar Komfort und Zugänglichkeit, Kampf, Skills, Story und Quests, Dialoge, NPCs und Monster, Crafting, die Steuerung, das Interface, die Atmosphäre sowie Sprecher, Sound und Musik, Modding, was es nicht geben wird, To-Dos, die bestätigt sind, To-Dos generell, die ich im Prinzip gesehen habe, ein paar Infos zur Alchemia generell und weitere Pläne. Sind jetzt 18 Seiten. Fangen wir an mit Komfort und Zugänglichkeit mit dem Unterthema Looten. Looten von Items und Kisten beim Tauchen ist möglich, wie man hier so schön sehen kann. Das war in dem Tümpel am Anfangsgebiet. Hier wurde entsprechend ein Schwert gelootet. Übrigens seht ihr schon grün als Farbe. Grün bedeutet, ich finde das gut. Gelb bedeutet, ich bin neutral oder ich finde etwas mittelmäßig. Und rot bedeutet, ich finde etwas schlecht. Okay? Dann haben wir Looten mit gezogener Waffe möglich, zumindest bei der PC-Version. Das ist mir dann aufgefallen, als der gute Kokanage, ein englischsprachiger YouTuber aus Amerika, mit dem Controller gespielt hat, und er konnte entsprechend nicht looten, während er die Waffen gezogen hatte, weil da einfach zu wenig Tasten verfügbar waren. Aber am PC konnte man mit gezogener Waffe, in dem Fall hat er hier gerade noch den Bogen gezogen, konnte man trotzdem looten. Dann gibt es eine Alles-Nehmen-Funktion, das kennt man dann schon aus Gothic 3 oder Risen 1, ist natürlich jetzt auch im Spiel vorhanden. Tiere looten mit Hinknien-Animation, das kann nach einer gewissen Zeit nervig sein, wenn man da 10, 20 Gegner entsprechend looten muss, dann kann das schon mal ein bisschen negativ auffallen. Da gibt es aber auch Kompromisse, die man machen kann, die ich glaube ich auch später noch aufführe. Dann soll es Schwierigkeitsgrade geben, die teilweise vorhanden sind. Es wurde erwähnt, dass eventuell weniger Content verfügbar ist, wenn man es nicht Gothic-like spielt. Wobei Kai Rosenkranz meinte, dass es sowas nicht gibt, sondern nur Hilfsfunktionen. Also die Aussagen haben sich einfach nicht gedeckt. Dann kann man nun Fleischwanzen zertreten. Früher waren die ja schwer treffbar. Es gibt eine extra Loot-Anzeige an der Seite, die zeigt den Namen des Items an, die Anzahl. Ein extra Icon für die Kategorie, zum Beispiel Nahrung und Fernkampf, und dann eben noch die generellen Icons von dem Item. Und das finde ich persönlich, das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Informationsquellen. Das finde ich persönlich ein bisschen too much. Also wenn man das dann noch einstellen könnte, ich finde auch diese Icons zum Beispiel, also wenn ich nicht weiß, dass ein Bolzen oder ein Pfeil zu Fernkampf gehört, und Fleisch entsprechend zu Lebensmitteln, dann weiß ich nicht, was das soll. Also ganz ehrlich, das ist mir too much, ja. Wenn jetzt nur das da stehen würde mit dem entsprechenden richtigen Icon, würde mir das vollkommen ausreichen. Auch wenn es hier natürlich jetzt auf dem Bild mit der schlechteren Auflösung von den Twitch-Streams auch teilweise wie ein Stein rüberkommt. Bergaufklettern und freies Klettern. Ja, links haben wir das Bergaufklettern, rechts das freie Klettern. Das gab es in der Demo noch nicht zu spielen, aber das kennen wir ja aus dem Gameplay-Trailer. Dann ist auch wieder ein Cheat-Mode für Marvin vorhanden. Heißt, wir haben wieder ein unbegrenztes Inventar sowie ein Auto-Equip von erstmalig gelooteten Waffen. Heißt, okay, ich bin noch waffenlos, also loote ein Schwert und habe das direkt ausgerüstet, insofern ich das ausrüsten kann. Dann gibt es einen Regenerationseffekt über Zeit. Prozentual würde ich persönlich schöner finden. Der ist aber zumindest stackbar. Ja? Also man hat jetzt hier ein Healing über eine Zeit von 9 Sekunden. Und dann haben wir hier eine, natürlich wieder die Speichern- und Ladenfunktion. Die war in der Demo jetzt mal nicht gegeben. Da gab es einen Kill-Counter, einen Todescounter. Und hier haben wir einen Unterschied zwischen Sprinten ohne Waffe, das ist auf der linken Seite, und mit Waffe langsamer Rennen, habe ich es jetzt mal genannt, auf der rechten Seite, zusätzlich zum
gehen und laufen. Und das Headset brauche ich, glaube ich, gerade auch nicht mehr. Das finde ich auf jeden Fall auch ziemlich cool umgesetzt. Das ist einfach sinnvoll gemacht, dass man das dann auch visuell als Unterschied sieht. Da hat zum Beispiel auch Hand of Blood dazu gesagt, dass man früher ja mit der Waffe da wie verrückt in der Hand gelaufen ist und sich fast noch selber verletzt hat. Und jetzt wird die halt ganz stilvoll an der Seite gehalten. Womit mir entsprechend auch beim Kampf wären. Ja, alles, was nicht mit Looten zu tun hat, sind hier ab hier unten natürlich Komfortfunktionen und generelle Änderungen. Und dann sind wir jetzt beim Kampf angekommen. Am Anfang ist man schlecht im Umgang mit Waffen, spieltechnisch und optisch ist das ersichtlich. Das ist einer der Kernelemente von Gothic. Dann haben wir einen progressiven Fortschritt, je nach Waffengattung, Art, ja, vom Anfänger zum Kämpfer zum Meister. Hier sieht man zum Beispiel, bei Einhand sind wir Level 2 in dieser Demo gewesen, dann nachdem man halt entsprechend mit Kirko geredet hat, und bei den anderen drei Klassen noch blutiger Anfänger. Zudem soll es noch ein unterschiedliches Gefühl je nach Waffengattung und Art geben. Für den Nahkampf gilt, Ausweichen ist möglich. Scheinbar Anfänger bis Profi, also unterschiedliche Ausweichgrade. Am Anfang macht man nur einen kleinen Schritt, später ist er vielleicht größer. Und ich hatte auch schon mal was von einer Ausweichrolle gehört, aber ob das stimmt, kann ich euch nicht mit Sicherheit sagen. Gegner sind anvisierbar und der Fokus kann gelockt werden. Das hatten wir mit mittlerer Maustaste. Dann Q und E sind wahrscheinlich weitere Attacken. Das hat auch uns diese Tastaturzuweisung gezeigt. Dann kann man natürlich auch angreifen mit normal Rechts- und Linksklick, und Blocken ist ebenfalls möglich, das war Steuerung. Zweihandkampfanimationen sollen realistischer sein. Also früher hat man ja den Zweihänder auch an der Schneide angegriffen, ohne Handschuhe zu haben. Diese Praxis mit Handschuhen gab's, aber ohne Handschuhe ist das natürlich schlecht, wenn man sich dann selber schneidet. Beziehungsweise hat man das hier so in die Hand gelegt. Wenn das jetzt die Schneide ist, dann lag das so in der Hand. Naja, muss nicht unbedingt sein. Alle Waffengattungen haben unterschiedliche Animationen und Movesets. Orkwaffen sind eine eigene Gattung und sollen eine größere Bedeutung kriegen. Und Zuschlagen und Blocken mit der Fackel ist möglich. Das sieht man hier an der Stelle. Ja, hier ist jetzt geblockt und hier wird zugeschlagen. Die Fackel selber kann in den Boden gesteckt werden. Das finde ich persönlich teils komisch, je nach Untergrund, weil es ist für mich nicht atmosphärisch, wenn ich sie einfach so aufrecht fallen lasse und sie easy immer kerzengerade steckt. Also da kann ich jetzt auch hier eine Flasche aus 1 Meter Höhe fallen lassen und erwarten, dass die auf dem Boden kerzengerade steht. Das finde ich persönlich bescheuert. Ich würde mir wünschen, dass es eventuell so ist, dass die Fackel dann umfällt und eventuell ausgeht oder mit einem gewissen Anteil noch brennt. Ja, der Teil, der oben liegt, der kann ja tendenziell noch so eine kleinere Flamme haben, die dann noch ein bisschen Licht spendet. Und wenn man die Fackel dann wieder aufhebt, dann fängt sie wieder vollends Feuer, weil dann die anderen Stellen freigelegt sind. Zur Kämpferhaltung, die wirkt gut. Die Angriffe sind schon schneller als in der Anfängerhaltung oder deutlich schneller. Meiner Meinung nach aber teilweise manchmal noch ein bisschen zu langsam, gerade wenn man es mit Original Gothic 1 und 2 vergleicht. Beim Flächenschaden ist es so, wir haben das Treffen von mehreren Gegnern, was mit einem Schlag möglich ist. Das ist ein Feature, was seit Rissen 1 und Gothic 3 gegeben ist und auf jeden Fall sinnvoll daherkommt. Beim Fernkampf, die Pfeile im Köcher bis zu einer gewissen Anzahl sind zählbar und man sieht, wann einem diese ausgehen, zum Beispiel die letzten 10 Pfeile etc. Hier haben wir zum Beispiel jetzt mal 5 Pfeile im Köcher stecken, hier sind es dann schon mehr und hier sollen es entsprechend laut dem Fadenkreuz 16 Stück sein, beziehungsweise 15 im Köcher und ein Pfeil natürlich schon vorn an der Bogensehne. Pfeile aus Kadavern sind lootbar, wohl später auch immer vom Boden auflesbar. Sie waren nämlich teilweise schon vom Boden auflesbar, aber scheinbar buggt das manchmal noch ein bisschen rum und später sollen sie halt immer auflesbar sein. Das ist auch sehr immersiv, sehr atmosphärisch und einfach nur logisch, und das finde ich sind 3 Punkte, die es sehr gut dastehen lassen. Ebenfalls in mehreren Stufen lernbar soll der Fernkampf sein, das heißt, das Schussverhalten und die Schadenswerte ändern sich entsprechend. Ich hoffe auch darauf, dass man, wenn man den Kopf trifft, zum Beispiel mehr Schaden macht, als wenn man nur das Bein trifft.
solche Sachen eben würden sich auch relativ immersiv und realistisch einfügen. Die Pfeilanzeige selber neben dem Fadenkreuz finde ich persönlich ein bisschen unnötig. Wir haben generell schon ein sehr großes Fadenkreuz, ein Kreis und ein Punkt. Und umso länger man aimt, umso kleiner wird der Kreis. Der Kreis markiert wahrscheinlich das Level, inwieweit der Pfeil nach rechts und nach links abgehen kann. Das suggerieren hier auch diese beiden Pfeile, die meiner Meinung nach auch wieder ziemlich unnötig sind vom Design her, als würde das jetzt irgendjemand spielen, der absolut keine Ahnung von Games hat. Und also, keine Ahnung, wenn ich das sehe, dass der Kreis kleiner wird, dann weiß ich doch, okay, mein Aim wird präziser. Cool fand ich wiederum, das war bei einer Streamerin so, sie hatte sich mal geduckt, meistens, das war so ihre Sache, rangeschlichen an Gegner. Und da hat man dann eine andere Haltung des Bogens beim Sneaken und vielleicht, also es erinnert mich ein bisschen an Skyrim, vielleicht hat das dann auch so gewisse Vorteile, dass man da nochmal ein kleines bisschen mehr Damage macht. Weil es gibt schon einen Unterschied, ob man überhaupt nicht gesehen wurde oder ob das Tier irgendwie darauf vorbereitet ist, ja. Dann kommen wir zu den Skills. Erstmal konkrete Skills wie freies Klettern, was erlernbar ist, normales Klimping geht von Anfang an, aber das freie Klettern muss man halt erst sich aneignen. Der Tauchskill ist verbesserbar und am Anfang soll der Held scheinbar nicht tief tauchen können oder hat einfach weniger Luft. Dann ist noch die Frage, kann man Blocken verbessern? Kann man Schürfen? Ist Ausweichen verbesserbar und gibt es dann später eine Ausweichrolle? Generell werden die Skills aber auch wieder bei NPCs gelernt und das ist natürlich gut. Zu den Stories und Quests. Die Wendungen. NPCs sollen später auf Main-Story-Wendungen reagieren, wie zum Beispiel neues Lager zu altem Lager, die Banditenüberfälle oder die Schließung des alten Lagers, natürlich nach dem alten Mineeinsturz sowie dem Untergang des Sumpflagers. Heißt, neue, je auf die Lager zugeschnittene Ereignisse soll es ebenfalls geben, die wiederum Bezug zur Geschichte besitzen und sogar teils Einfluss auf diese nehmen. Das zu den Wendungen. Jetzt kommen wir zu den Quests. Es soll generell mehr Haupt- und Nebenquests geben, heißt eine große Questdichte. Und diese sollen auf unterschiedliche Art und Weise lösbar sein. Und je nach Dialog oder anderweitigen Interaktionen wird der Verlauf teils ziemlich stark geändert. Da sind wir wieder bei diesen Wendungen, die dann eben auch die Nebenstories mit beinhalten. Für die Demo selber gesprochen, hatte ich jetzt hier mal die Mühe gemacht, zwischen dem Trax, Redford und dem Yorick, da fehlt ein K, mal kurz hier entsprechend aufzuschreiben, was denn da so passiert. Was wir jetzt hier sehen, ist ein Aktivitätsdiagramm und wir gehen mal kurz auf die Legende ein. Wir haben einen Startpunkt und einen Endpunkt, dann gibt es Entscheidungen, also da wird eine Auswahl getroffen, es gibt generell Aktionen, die passieren können und dann haben wir noch den grünen Balken oder Strich. Das wäre eine Kombination, heißt ein gemeinsam fortgesetzter Ablauf von gleichen Aktionen. Wir haben hier oben unseren Startpunkt und das ist dann eine Aktion und hier haben wir eine Entscheidung. Also wir fragen Diego nach dem Schlafplatz, das ist aber nicht erfolgreich und der schickt uns weg. Und deswegen kann es sein, wir reden als erstes mit Trax oder mit Redford. Mit Trax ist tatsächlich offensichtlicher, weil der steht sehr auf dem Weg. Deswegen reden wir als erstes mit Trax. Und jetzt können wir uns natürlich entscheiden, wollen wir ihn angreifen? Wollen wir die Scavenger einfach so angreifen? Wollen wir in sein Jagdgebiet reinlaufen oder ihn tatsächlich anreden? Gehen wir erstmal von schlimmeren Sachen aus, wir greifen ihn an. Falls wir es schaffen, ihn umzuhauen, wenn wir ihn töten, findet kein Lagerfeuer-Dialog statt. Das habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Dann kommt es halt eben nicht dazu, dass man die Demo beenden kann. Falls nein, passiert was anderes, dann ist er wütend und gibt uns keine Infos zu Redford und Yorick. Das hier ist übrigens eine Vereinigung von mehreren Strängen. Wenn wir aber die Scavenger angreifen, ist er ebenfalls wütend. Wenn wir in sein Jagdgebiet laufen, dann redet er uns an. Und dann kann es sein, dass wir ihn verärgern. Ja, dann ist er natürlich wütend oder wir verärgern ihn nicht. Und wenn wir generell mit ihm reden, dann führt angeredet werden oder reden dazu, dass man mit ihm zusammen die Scavenger angreift. Und dann ist er freundlich und hat Infos zu Redford und Yorick und wartet entsprechend am Schlafplatz, an ihrem Lager. Und dann findet der Lagerfeuer-Dialog statt. Ja, und jetzt muss man das so sehen.
Redford begegnet man ja dann auch zum ersten Mal. Das kann nach Trax passieren. Mit entsprechend dieser Information heißt, es könnte sogar noch komplexer dargestellt sein. Wir machen es jetzt aber mal vereinfacht und sagen einfach, okay, wir gehen nach Trax zu Redford und können dann mit ihm reden. Wenn man jetzt das andere noch mit einbeziehen würde, dann hätten wir als Auswahl noch, dass man während dem Reden sagen kann, hey, ich habe schon mit Trax zu tun gehabt, und dann reagiert er nochmal anders darauf, ja? Und genauso bei Trax, der kann auch darauf reagieren, dass man schon mit Redford geredet hat. Man könnte ihn jetzt einfach angreifen, heißt, er könnte entweder getötet werden, dann ist natürlich kein Lagerfeuerdialog, oder er redet dann mit einem und ist in beiden Fällen auf jeden Fall wütend. Wenn man generell mit ihm redet, kann man ihn provozieren, dann greift er einen an, was Trax zum Beispiel nicht macht. Oder man kann ihn nicht provozieren und dann ist er wütend und hat keine Infos zu Trax und Yorick. Man kann aber auch einfach vorbeilaufen und den Yorick finden, ja, wie der tot da liegt. Nachdem er Yorick gefunden hat, wird man von Redford angeredet. Und jetzt ist die Frage, hat man den Yorick schon gelootet in der Zeit oder noch nicht? Falls nein, dann sagt er einem, loote doch mal Yorick. Oder man lootet den dann. Und dann redet man nochmal mit Redford. Und falls ja, redet man auch mit Redford. Und der ist dann freundlich und gibt Infos zu Trax und Yorick. Und genau an der Stelle, wenn man Redford als erstes begegnet ist von den beiden, dann würde man hier zu Trax gehen und hätte dann hier auch entsprechend bei Reden die Option zu sagen, ich war doch schon bei dem guten Redford. Ja, beide warten dann im Optimalfall am Schlafplatz und somit endet dann der findet dann der Lagerfeuerdialog statt und das ist dann das Ende. Was aber eben auch passieren kann, wie schon gesagt, wir haben die zwei Optionen, dass wir die zum Beispiel töten und dann findet kein Lagerfeuerdialog statt, vor allem wenn beide tot sind. Die Frage ist, was passiert, wenn nur einer tot ist? Genau, und damit kommen wir zum geordneten Questlog, je nach Location, das sieht man im Prinzip hier schon, weil hier steht World drüber. Also da wird es um die generelle Spielwelt gehen. Und später gibt es dann wahrscheinlich altes Lager, neues Lager, Sumpflager als extra Kategorien. Dann haben wir wieder Kapitel. Und hier seht ihr mal den Hauptschreiber. Das ist der Nikolaus Lietzau. Der hat Gothic als erstes RPG gespielt und hat eben auch Risen 1 und 2 gespielt. Er ist aktuell 33 Jahre alt und ist der Schreiber von Enderwall, also die schöne und sehr beliebte Skyrim-Mod. Und da er Deutscher ist, kann er den gleichen Humor und den DNA-Kern beibehalten von den Dialogen. Und er schreibt die Dinge erst auf Deutsch und direkt danach auf Englisch, sodass die Kollegen in Spanien damit arbeiten können. Des Weiteren gibt es noch den Ausbau von Quentins Bande. Zu den Dialogen, das passt gleich mit zu ihm dazu, und den NPCs und Monstern kann man sagen, erstmal bei den Dialogen, es soll situative Gespräche geben, zum Beispiel Redford in der Demo oder einen optionalen Kampf gegen Redford. Gespräche können schnell abrupt enden, wenn man das Falsche sagt. Zum Beispiel kann man zu Kirkus sagen, none of your business, und dann redet er gar nicht mehr mit einem und man kann den Rest der Demo nichts mehr mit ihm unternehmen. Des Weiteren gibt es Verweise und Referenzen zu anderen bereits existierenden Orten oder Personen der Gothic 1 bis 3 Spielwelt. Zum Beispiel Kirko erwähnt hier die Rosa von Seekorps Hof. Dann haben wir weiterhin, dass Kurinis erwähnt wird und Nyras kann hier entsprechend nachfragen, ob einer aus den Midlanden kommt, beziehungsweise wahrscheinlich Myrtana. Dann haben wir die englische und wahrscheinlich auch die deutsche Aussprache wird wieder sehr gut mit dreckig ruppigen Formulierungen sein. Bei der englischen weiß man es schon, dadurch, dass die in der Demo vorgekommen ist und auch in den anderen Szenen, die wir bisher gesehen hatten. Alte Mine und altes Lager. Neue situative, lebhaftere Ambient-Dialoge. Hier sehen wir zum Beispiel, dass Diego den Whistler fragt, ob er mitgekriegt hat, dass einer der Erzfässer einen extra dicken Boden hatte. Und dann haben wir noch Dialoge zwischen mehreren Personen. Das haben wir in der Demo zu sehen gekriegt. Das war der Abschluss der Demo, dass man hier zwischen Nyras, Trax und Redford entsprechend einen gemeinsamen Dialog hatte. NPCs generell beenden ihre Aktion, bevor sie mit einem reden. Also Kirko steckt jetzt hier gerade seine Spitzhacke weg, nachdem man ihn angeredet hat.
Dann gibt es neue NPCs, sowohl in Haupt- als auch in Nebenquests, zum Beispiel den Yorick. Und NPCs bewegen sich zwischen verschiedenen Plätzen in der Spielwelt hin und her. Dann kann man noch über Reaktionen reden. Es sind zum Beispiel Gegenstände zuwerfbar mit entsprechenden Reaktionen. Also man kann dann Erzbrocken fallen lassen wahrscheinlich und dann reagieren die Leute da drauf. Genauso wie die Leute bei Regen Schutz suchen und generell normale Reaktionen auf Eindringen in Zonen, Waffe oder Magie ziehen, Diebstahl und so weiter. Das ist alles wieder vorhanden, ist aber auch logisch. Eins der Stärken von Gothic, dass solche Reaktionen vorhanden sind. Die Tagesabläufe sollen stark ausgebaut sein und NPCs nehmen einem die Waffe weg und plündern den Helden. Aktuell zwar noch nicht in der Demo, im fertigen Spiel aber auf jeden Fall. Aber eben nicht in einem Trainingskampf. Früher in einem Trainingskampf, da wurde einem ja auch teilweise die Sachen weggenommen. Tiere und Monster erhalten ebenfalls ausgebautes Verhalten und eventuell neue Monster laut dem Kollege von Danny Kickham. Monster und Tiere spawnen wieder kapitelweise bzw. storyabhängig. Das ist auch ziemlich cool. Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Und damit würde ich mich an der Stelle recht herzlich von euch verabschieden. Haut rein, euer Xardas. Bye bye. Aber eins steht fest. Wir werden uns wiedersehen, wenn du den Kanal abonnierst und die kommenden Videos verfolgst.